Herzlich willkommen bei Mini Paradise hier bei uns auf dem YouTube-Kanal zu einem neuen Video. Und heute habe ich was brandheißes für euch. Dieses Ding ist auch noch richtig warm. Ganz neu auf dem Markt, beziehungsweise es kommt jetzt bald raus. Wir haben es jetzt schon exklusiv bei uns hier im Studio. Und zwar geht es heute um die Blackstone Fortress Box. Ja, ganz schöner Kaminsmann, Leute. Ihr seht, es ist auch noch eingepackt. Es geht heute darum, wie der Titel des Videos es auch schon verrät, um ein Unboxing. Das heißt, wir werden ganz einfach mal die Box zusammen öffnen, die ist eingeschweißt, und schauen uns einfach mal gemeinsam an, was wirklich in der Box hier drin ist. Gucken uns mal ein paar Bilderchen an von den Einheiten. Dazu ist auf jeden Fall zu sagen, wir hier bei Mini Paradise haben richtig Lust, diese Box zu öffnen, diese Box zu bemalen. Wir haben uns auch schon untereinander so ein bisschen die Helden ausgesucht, die hier hinten zur Wahl stehen, und ja, das war schon witzig. Und wenn das Spielsystem an sich da auch noch hält, was es jetzt unserer Meinung nach verspricht, dann sind da wirklich tolle Abende hier bei uns auf dem Kanal vorprogrammiert, und wir werden das natürlich auch weiter mit Video verfolgen. Ja, Leute, dann stelle ich die Kamera gleich mal um und dann gucken wir mal gemeinsam in diese wunderbare Box Blackstone Fortress rein. Bis gleich. Da haben wir das gute Stück, liebe Freunde. Also zum Gewicht habe ich ja auch schon was gesagt. Das Ding wiegt wirklich mal wieder einiges. Und Design finde ich auch wirklich schön, wenn man das hier so betrachtet. Es ist schön düster, so ein, ja, wirklich einfach so ein bisschen spacig. Ja, wie man das eigentlich allgemein von Games Workshop derzeit gewöhnt ist, bringen die designtechnisch absolut wundervolle Boxen hier raus. Auf der Rückseite sehen wir dann, ich hoffe, man sieht es ganz gut, jawohl, sehen wir dann hier nochmal die, ja, einfach den Inhalt beschrieben und einfach auch schon mal so ein kleines Beispiel eines Schlachtfeldes. Und hier haben wir dann unsere Helden hier unten, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, die beiden gehören zusammen, 7, 8 Helden. Und ja, wenn wir uns die jetzt mal angucken genauer, da muss man schon wirklich sagen, das ist designtechnisch schon wirklich wundervoll. Wir haben hier einmal Janus Dreik, einen Freihändler, und der hat hier noch irgend so ein, ich weiß nicht, irgend so ein Viech hier über den Schultern, und ja, ist so ein bisschen piratenmäßig in so einem Kittel gekleidet, hat hier auch noch irgendwie so ein Dolch und so weiter. Sieht wirklich cool aus. Dann haben wir hier einen imperialen Navigator Espern Locarno. Auch, also ich wüsste jetzt oder würde jetzt kein Modell kennen, was da designtechnisch irgendwie daran erinnert. Also er sieht wirklich auch super gut aus. Dann haben wir hier eine Azuriani Ranger, was, wo ich sagen muss, designtechnisch absolut geil. Es erinnert so ein bisschen an so eine Assassine irgendwie mit irgendeinem, ja, so einem Art Scharfschützengewehr. Also wirklich cool. Und dann hier haben wir nochmal einen Tau Krot, den sogenannten Fährtenleser hier. Das Modell an sich erinnert mich schon so ein bisschen an die bestehenden Krot, aber ich habe da jetzt auch also keinen direkten Vergleich, aber irgendwie so von der Pose her kommt es mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor, aber nichtsdestotrotz ein wirklich schönes Modell. Dann haben wir hier den UR-025, einen imperialen Roboter. Also wenn man dieses imperiale Roboter sieht, dann muss ich ehrlich sagen, das verwirrt mich dann so ein bisschen, weil ich denke sofort an irgendwie an so einen Tau, an so einen kleinen Stealth-Battlesuit oder so. Aber nein, Pustekuchen, es ist ein imperialer Roboter. Vielleicht auch so ein Adeptus Mechanicus-Roboter in klein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich echt cool, dieses Teil. Der hat hier noch so eine Gatling-Kanone links am Arm. Und dann meine zwei Lieblinge, die habe ich mir auch übrigens ausgesucht als Helden. Rein und raus, die Rattling-Zwillinge, die beiden kleinen Jungs. Also richtig coole Jungs. Der eine hat hier so eine Enterhaken-Kanone und der andere hat hier so eine Art, weiß ich nicht, Scharfschützengewehr, so ein kleines. Und also sieht wirklich cool aus. Und natürlich Ministorum darf nicht fehlen. Hier haben wir noch einen Priester, Thaddäus der Läuterer. Designtechnisch wirklich auch super cool, finde ich. Also er hält hier so ein Büchlein hoch, dann hat er hier natürlich so einen kleinen, ja, weiß ich nicht, so ein Servitorarm oder sowas, der hier mit so einer Kanone auch noch ausgestattet ist, und hier so eine Art Taser Goat noch in der Hand. Und zu guter Letzt haben wir hier noch eine Missionarin mit, logischerweise, wie man hier sieht, mit einem schicken Flammenwerfer. Und
Ja, dann haben wir hier noch die anderen Modelle. Einen Chaos Lord, wie das jetzt sich genau verhalten soll, ob er jetzt auch noch ein Held ist, das weiß ich nicht. Ach, hier steht ja auch noch, das sind die Erforscher. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das die Helden sind und er hier ist einfach ein Chaos Lord. Wie das regeltechnisch dann, was das für eine Rolle spielt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier wirklich schicke Modelle, muss man echt sagen. Ja, und dann machen wir die Box doch einfach mal zusammen auf, liebe Freunde. Richtig schön. So. Jetzt kommt natürlich alles wieder weg. So, und das wunderschöne Geräusch. Da ist es. Wunderbar. Ja, alles farblich, wie wir das auch momentan schon kennen von Games Workshop. Und zwar, ja, hier natürlich Modelle, Modelle, Modelle. Das sieht aus wie der Chaos Lord, wenn man jetzt so drüber guckt. Und hier in Rot, das ist zum Beispiel, ja, das sind jetzt die Helden, das ist der Ministoriumpriester, glaube ich, beziehungsweise nein, das ist der Navigator. Und hier geht es dann weiter. Ah, hier haben wir den schönen Robot. Und hier drüben haben wir dann den Ministoriumpriester, genau. Und den Krotkerl, der ist ja auch noch mit drin. Ja, schick, schick. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, es sind 44 oder etwas über 40 Miniaturen. Wir gucken da gleich nochmal genauer drauf. Es ist auf jeden Fall einiges. Und ja, wie wir das kennen, qualitativ hochwertige Blister hier mit wunderbaren Miniaturen zum Zusammenbauen. Also richtig schick. Und hier dann noch eins. Ja, also die Details, muss man wirklich sagen, sind mal wieder, wie wir das alle kennen, absolut super, wenn man hier mal hier oben drauf guckt und so weiter. Das ist ja gewohnt gut. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4 und den kleinen hier. Und dann kommen wir hier zu einem ja, Pappabtrenner, sage ich mal, Blackstone Fortress. Und hier hinten hinter haben wir dann nochmal dieses schöne Artwork. Und die Artworks sind auch wirklich, Leute, also ich denke, da stimmt ihr mir alle zu, die sind echt großartig derzeit. Also wunderbar. So, dann haben wir hier natürlich die ganzen Base-Geschichten. Hier haben wir sogar eine Menge Würfel drin jetzt. Also auch ein paar Besonderheiten, wenn wir uns diese Würfel jetzt mal hier genauer angucken. Schauen wir mal, was das regeltechnisch oder wie sich das dann alles verhält. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Hier haben wir noch eine einzelne Base. Und dann haben wir hier Stützpunkt-Artefakte. Ein Medipack. Lege diese Karte im Erholungsschritt oder in der Ereignisphase ab, um alle Verwundungsmarker von diesem Erforscher oder einem Erforscher zu entfernen, der sich im selben oder einem angrenzenden Hexfeld zu diesem Erforscher befindet. Okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Dann haben wir hier was steht denn hier drauf? Legacy Mortis Stronghold Cards. Ja, hier. Füge den Begegnungskarten der Chaos Beastmen dem Begegnungsstapel hinzu, wenn er zu Beginn einer Expedition zusammengestellt wird. Okay. Ah, okay. Das heißt, ist einfach ein Hinzufügen einer Einheit zu Beginn dieser Expedition, des Zuges. Dann haben wir hier noch die Erforschungen. Das ist also wirklich cool mit den Karten. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich finde das ja sowieso ganz cool, wenn man das jetzt mal so betrachtet. Also klar, Gegenstück zu AOS. Es ist jetzt nicht wahrscheinlich auch nicht vergleichbar mit Kill Team, aber ich mag wirklich diese Symbiose aus diesen Miniaturen, selbst bemalen, diesen ganzen ja, Warhammer-typischen im Prinzip zu einem klassischen Brettspiel jetzt mit viel Würfeln und Karten und einem ganz anderen Spielfeld. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das alles verhält. Dann haben wir hier noch ein paar wunderschöne Beutelchen, die sich wahrscheinlich jeder Spieler dann irgendwie mitnehmen kann. Dann haben wir hier nochmal die sogenannten Begegnungen. Da bin ich auch gespannt. So, wunderbar. Das machen wir zum Schluss. Dann haben wir hier noch eine Base. Und ach, super, okay. Hier haben wir dann die, ich sag mal, Eigenschaftskarten von den jeweiligen Einheiten. Auch super gemacht. So, dann haben wir hier noch eine Warhammer Quest. Ah, hier ist noch ein kleiner
Erst öffnen, wenn das Abenteuer des Versteckten... Ach, okay. Witzig. Schaut mal, was da steht. Das dürfen wir natürlich jetzt noch nicht öffnen. Sonst werde ich ja zu viel verraten. Das bleibt verschlossen. Ja, dann haben wir natürlich das wunderbare Regelbuch. Und das mache ich natürlich auch schon mal auf. Bin ich sehr gespannt. Blackstone Fortress Regeln. Leute, schaut mal hier. Das geht ruckzuck. Da haben wir uns auch nicht zu viel vorgenommen, da bald ein Video für euch rauszubringen, wo man das alles nochmal genauer erklärt bekommt. Super gut. Dann haben wir hier, okay, das ist nochmal ein bisschen unterteilt in den Kampf dann an sich, aber es ist auch nicht dick. Hier geht es dann zu den Datenblättern, was wir eben hatten, diese wunderbaren Karten hier. Wahrscheinlich. Genaueres kommt dann. Ach nein, das ist ja wie ein Kodex jetzt aufgemacht. Das ist ja fantastisch. Wunder, ach super geil, das freut mich ja richtig. Das finde ich schön. So, und dann haben wir hier noch Abgrund, noch ein Heftchen. Lies das, wenn du nach Abgrund zurückkehrst. Okay. Sehr schön. Und dann haben wir noch Hintergrund, die Geschichte der schwarzen Festung. Das ist natürlich auch ganz gut, das sollten wir uns vielleicht auch noch mal so ein bisschen durchlesen, um da flufftechnisch so ein bisschen auf dem Laufenden zu sein. Und dann haben wir hier natürlich noch mal alles abgebildet. Die Helden mit den jeweiligen Einheiten hier unten, Chaos Lord hier unten in der Mitte und entsprechend den ganzen Einheiten, die hier zusammengebaut werden müssen. Wunderbar! Ja, und auch hier wieder Games Workshop typisch. Super gemacht und ich denke, die lassen sich auch wieder hervorragend zusammenkleben, da bin ich mir sicher. Ja, und dann haben wir hier zu guter Letzt noch Plastiktüten. Und natürlich das wunderbare Schlachtfeld. Auch in mehreren Schichten. Und hier, ach, da ist irgendwas mit Schiffen auch noch. Okay, alles klar. Gut, man muss natürlich auch hin und her reisen, ist klar. Ja, Leute, das ist der Inhalt der wunderbaren Blackstone Fortress Box. Rucki-zucki mal reingeschaut, nichts Langes. Hintergrundtechnisch, ich habe absolut überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel derzeit. Ich weiß überhaupt nichts und ich bin wirklich sehr gespannt. Wir werden uns jetzt im Eiltempo da dran machen, natürlich diese ganzen wunderbaren Miniaturen hier zu bemalen. Das ist dann über dieses Unboxing hinaus noch ein richtiges Review geben wird, dass wir einfach mal anfangen, dieses Spielchen hier zu spielen, jeder mit seinem Helden. Und dann gibt es natürlich knallhart hier auf die Gusche. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Leute. Und ihr konntet euch einen kleinen Überblick über den Inhalt dieser Box verschaffen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video von uns, spätestens dann hier von Blackstone Fortress, wo wir dann mal anfangen werden, dieses ganze wunderbare Spiel zu spielen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich noch einen wunderbaren Tag oder Abend, was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Macht's gut!